Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker, die HD-Version. Und wir sind letzte Folge im Turm der Götter stehen geblieben, denn wir haben die Diamonds in den Steingötzen abgegeben. Und jetzt müssen wir die Prüfung der Götter bestehen. Denn nur wenn wir... Nur wenn wir dem würdig sind, dürfen wir besondere Kräfte besitzen. Und deswegen werden wir uns jetzt hier den Prüfungen stellen. So, vielleicht klappt das ja schon. So, machen wir das mal Ding hier auf. Und mal sehen, was es hier hinter gibt. Vasen, sehr schön. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen schwieriger als bis jetzt. So, warte mal. Hau mal ran hier. Das ist ja stark und kräftig. Wuppa, 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 la. Aber ich denke mal, ich muss die Dinger da andingsen, weil wenn nicht... Ups. Weil ich denke mal, wenn ich das... So, zeige ich euch. Wenn ich das jetzt einfach gegenwerfe, dann blups. Ja. Oder kriege ich das Ding nicht explodiert. Also denke ich mal, muss ich die Bomben auf die Kisten stellen. Achso, das geht gar nicht weiter. Oh. Dann machen wir das so. Ups. Nein, meine Fresse. Hoffentlich funktioniert das. Weg, 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 weg. Weg! Oh Gott, ich gehe fest. Da gibt es auch nur eine Vase. Und so ein Gubbelvieh. Was ist denn hier los? Hoffentlich komme ich wenigstens hier weiter. Weg damit. So. Komme ich da so rübergehüpft? So, sehr schön. Gibt es jetzt hier auch was Gescheites? Oh, die Tour, sehr schön, geil. Da hat sich wenigstens gelohnt. Oh, auch noch eine Leuchtentruhe. Das ist sehr schön, das ist sehr geil. Tada! Hier gibt's die Karte, die Lariat Card. Geh doch hoch da! Das ist gefährlich. Oh, 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 die kommen immer näher. Drüber springen, drüber springen! Drüber springen! Geil. Aber geschafft. Geil. Easy. Easy. So, Labyrinthkarte. Dann haben wir jetzt hier. So, haben wir vier Stockwerke. In dem hier viel los ist. Hier ist viel los. Und in denen nicht sehr viel los ist. Deswegen denke ich mal, dass wir in 2 und 3 nicht sehr viel machen. Sondern uns hier den beiden sehr viel rumärgern werden. Und letzte Folge, wer es nicht gesehen hat, haben wir nämlich durch den Schalter da oben hier freigeschaltet. Das Tür aufgemacht. Deswegen werden wir jetzt hier weiter durchschippern. Und hier diese ganzen Fratzen, die ihr jetzt seht. Ja, sorry, wenn ich ab und zu schief wäre. Es ist immer noch morgen. Ich bin nicht erkältet oder sowas, aber ich glaube, ich habe eine Allergie oder sowas. Ich habe das jetzt schon die letzte Folge gesagt. Ich kann nichts dagegen machen. Muss man, glaube ich, einen Allergietest machen oder so. Das geht so nicht weiter. Das nervt mich tierisch ab. So. Das mit diesem ganzen Wasser hier hoch. Dopp. Hoppa, hoppa. Ach so, ah, okay, ich verstehe, was ich machen muss. Da muss ich mir das zurechtpinseln hier. Ja, gut. Okay, dann würde ich mal sagen, das ein Stück nach da. Das ein Stück nach da. Das muss näher ran, oder? Schaffen wir das so? Probieren wir mal aus. Kommt der von da nach da? Nein. Oder ich kann auch eine gerade Linie machen eigentlich, oder? Was meint ihr? Ich muss bestimmt das... Da gibt es ja die Dinger dafür. Ich muss das anzünden. Genau, da haben wir das jetzt hier gerade. So, komm mal ran hier. Das müsste passen, oder? Von den Abständen her? Ja, ne? Wir probieren es einfach mal aus. So. So, jetzt aber.
Hopp. Hopp. Oh Gott. Das ist zu... Okay, 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 okay. Das ist zu nah. So, gut. Jetzt müsste es aber passen. Jetzt sollten wir das hinkriegen. So. Komm mal rauf hier. Easy. Easy. Okay, da sind noch Dinger. So. Lol. Geht das aus, bis das Wasser vorher wieder hochkommt? Ich glaube schon. Oder das Feuer geht aus, oder? Ja, ach so, war ich vorher ins Wasser lade, alles klar. Gut, okay. Und ich verliere auch noch, wenn. Ach komm, ey, ist nicht der Ätzer noch eins? Ja, das ist noch eins. So, wir warten jetzt, bis das Wasser oben ist. Ich sag dir, ihr seid easy! Ist gar nicht so easy. Jetzt ein bisschen Konzentration und. Wir kriegen das hin. So. Schwupp. 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 Und. Ja, haben wir noch hingekriegt. Nein! Oh Gott, ich bin so. Alter Schwede, ist nicht deren Ernst. Kein Problem, aber nochmal. Da habe ich zu viel Schwung beim Laufen gehabt. Das wäre peinlich. Das ist nicht deren Ernst jetzt, oder? Wie kriege ich das Ding jetzt wieder hoch? Muss ich das jetzt tatsächlich hier so hochladen? Oh meine Gott. So, einige. Ich finde persönlich, jetzt schon zum zweiten Mal in einer Folge aufgefallen halt, dass das Spiel es manchmal unnötig kompliziert macht, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oder vielleicht bin ich auch einfach zu doof, aber. Einige Sachen müssen einfach, glaube ich, nicht. Boah, das war knapp. Sein. So. Hier gibt's wieder eine Tour. Sehr schön. Weg den Scheiß hier. So. Tada! Ein Schlüssel! Wofür brauchen wir den? Ach, die Dinger schon wieder. Wo kommen die eigentlich immer her? Kleben die da an der Wand oder was? Wir machen das easy. Wir warten, bis das Wasser weg ist. Oh Gott, die kommen ganz näher. Und jetzt werden wir so machen. So. Auf da. Und die können uns nämlich nichts. So, hier, wenn ich zu nahe komme. Haha, Loser. So. Kümmern uns weiter nichts. So, ich gehe mal jetzt fest davon aus, dass wir warten müssen, bis das Wasser hier runtergeht. Bis es dann weitergeht. Ja. Oder wofür brauchen wir den Schlüssel? Lol. War das hier? Aber hier war doch nirgendwo. Ach, da hinten geht's auch noch weiter. Okay. Ja, mal gucken, was da ist. Hier bin ich ja noch gar nicht lang geschippert. Gibt's hier irgendwas? Kann man das wegsprengen? Hier ist auch nichts. Oder wartet mal. Kann ich hier schießen? Jawohl, es funktioniert. Ha. Nicht, dass ich das nicht vorausgeahnt hätte. Ha. Das Ding schon wieder gibt. Oh, das funktioniert auch. Sehr schön. Ist hier unten noch was? Da unten. Und dafür brauchen wir Schlüssel. Aber ich gehe erstmal hier oben lang. Weil, wer weiß, was hier drin ist. Ein Auge. Und ein... Easy. So, machen wir die mal weg, bevor die auch noch plötzlich so flammen werden.
Und was will das Auge von mir? Kann ich das damit? Kann es sein, dass ich vielleicht hier den Bogen kriege oder sowas? Weil dieses Auge kenne ich von den anderen Zelda-Spielen, dass man da mit dem Bogen reinfeuern muss. Aber jetzt kriegen wir erstmal den Kompass, der uns weiterhilft. Oder das ist einfach nur Deko, aber ich kenne zum Beispiel, wie gesagt, ich kenne das ja von anderen Zelda-Teilen, dass so eine Augen, die an der Wand liegen, meistens von Bogen oder von der Deko-Nussschleuder, nenn ich es mal. Komm, schnell. So, bupp. Da gibt's noch eine Tour, geil. Die werden wir uns jetzt mal schnell holen, weil ich denke mal eh, ja, genau, das Wasser erhöht sich jetzt. So. Stützt darauf. Gibt's bestimmt Rubin oder sowas. Und naja, ein Glücksamulett. Jo, müssen wir auch noch rausfinden, was wir mit dem machen. Geh doch mal weg, ey. Sei doch nicht so aufdringlich. Geh ja anderen Leuten auf die Nerven. So. Oh, wo sind wir jetzt wieder hier gelandet? Hier müssen wir hochkommen. Müssen wir jetzt warten. Ach, das wird die Wasser. Ah, ich hab die. Ja, gut. Mach jetzt mal die Dinger hier weg. Und wir brauchen Bomben. Achso, das war die Lösung. LOL. So einfach. Nein. Na gut. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Ich nehme das so an, wie es ist. So, schnell hier hoch. Zippel-ta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 ppel. Haben wir das nächste auch gelöst, Mensch. Und da können wir durch die Mitte durch. Ich denke mal, damit haben wir die erste Etage gemeistert. Sehr schön. Sah ja nicht so aus, als wenn es ein Problem gewesen wäre. Hust. Ich habe nichts gesagt. Hust. Los, lass mich hoch, Meister. Dankeschön. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Hier sind schon wieder Ratten. Und was ist da? Das. Okay, da muss ich vorbei. Hier sind Ratten. Und wo geht's hier lang? Was ist das? Ach so, ich muss die Statuen und dann. Okay, schnell. Wow. Und jetzt schnell. Oh Gott, der hat die Ratte weggeklatscht. LOL. Habt ihr gesehen, der hat die Ratte weggehauen? Muss ich selber darauf. Aber ich glaube, das bringt nichts, weil. Achso, doch, ich muss da gerade stehen. Okay, sehr schön, geil, das gefällt mir, das ist sehr gut. So, und drüber. Dann auf die nächste Etage. Rappala. So, sehr schön. So, Etage 1. Ne, Erdgeschoss haben wir geschafft. Jetzt sind wir Etage 1. Erstmal umgucken. Hier müssen wir bestimmt irgendwas rauflegen. Hier kommen wir gar nicht hoch. Hier kommen wir auch noch nicht lang. Dann müssen wir, haben wir keine andere Wahl, als hier lang zu gehen. Wow, ey. Bisschen enttäuscht von den Gegnern bin ich hier sowieso schon gerade ein bisschen so. Dann mal hier. Wieder so ein Auge. Ich glaube, es gibt hier was zum Schießen. Boah. Es gibt hier 100 pro was zum Schießen. Also entweder gibt es eine Deko, aber die Deko-Nüsse gibt es ja hier nicht. Deko-Schleuder. Oder. Okay.
Oder beim Bogen gibt's hier. So, was haben wir hier? Herr Irrender, der du auf der Suche nach dem Wegweiser zu den Göttern bist. Erwecke mit Hilfe von ZR die und führe mich zu meinem heiligen Platz. ZR. So. Come on! Schreit er da einfach mal. Ach so. Okay. Das ist auch so eine Plattform. Auf ihm. Folgt er mir oder was? Ach, lol. Was muss ich jetzt mit ihm machen? Rufen? Ach so, okay. Alles klar, mach mal. Ist ja lol, ist ja lustig. Tupper, tupper, tupper. Komm hier hinterher, Junge. Das ist ja geil. Bup, 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 bup. Die Idee muss erst mal kommen, ey. Die Idee finde ich schön, das finde ich schön. Sehr gut. So, jetzt kommen wir dann wieder hier rüber. Hier selbst sehr viel mit Verschieben und sowas, war. Finde ich aber nicht so schlecht. Bringt immer Abwechslung rein. So, dann kloppen wir ihn jetzt darauf hier. Achso, er geht von alleine. Okay. Achso, ich muss bestimmt 3 Stück von diesen Dingern machen. Davon haben wir 1 von 2. So, macht er mir wenigstens noch eine Tür auf jetzt? Was ist das jetzt? Gucken wir uns mal an. Das ist ein Lied! Geil! Warte mal, ich muss das spielen. So, warte mal. Das ist... links stehen lassen, rechts stehen lassen, okay. Easy. Easy peasy. Was haben wir jetzt gelernt? Du hast die Sonate des Puppenspielers erlernt. Befehle mich, den Diener, der hinter der Tür wartet, und führe mich zu meinem heiligen Platz, auf dass ich den Weg zu Göttinnen offenbare. Geil, schönes Lied. Mal sehen, was wir damit alles Böses, Dummes, Cooles anstellen können. Was sagt er mir jetzt noch? Nichts. Nicht mehr gesprächig, der Typ. Gut, dann werden wir uns mal gleich an die nächsten Prüfung stellen. Wieder so ein Auge. Darüber. Der hat mich gerade ausgelacht? Er spinnt ja wohl ein bisschen. Der hat mich tatsächlich gerade ausgelacht. Aber ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter. Lol, der trifft ja da nicht mehr. Ich habe aber nichts zum Schießen. Vielleicht das hier? Aber, oh, hier sind ja die Dinger. Oh Mann, ey. Geh weg! Alter, der bringt mich zum Brennen, der... Geh weg, ey. Geh weg! Alter, der lacht mich aus. Das regt mich auf. Lacht der mich einfach aus, der Rüde. Unglaublich. So. Da ist das Puppendings. Und wieder so ein Ding. Kann ich ihn rufen? Nein, ich nehme mal Bomben. Come on! Come on! Und damit, dass er jetzt zu uns kommt und mit einem... Boom! Na, explodiere, explodiere! Boom! Ja, beenden wir diese Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen, wenn wir die Prüfung der Göttin hoffentlich zu Ende führen. Dann bis morgen, macht's gut. Ciao.